50 Meter bis zur Marke. Und das Travers am Gletscher ist gestartet. Vor der Marke versäumte sich Tristan Toro. Von außen kommt Lindo Eden und der strebt ja an die Spitze des Feldes. Geht vorbei an CC Rider. Dann sieht man Tamburini an der Innenkante, Mr. John. Fünfte Position für Quarter Session. An der Innenkante folgt Casino Swish mit außen Global Challenger. Und am Ende dieses Feldes Cameron Hill. Tristan Toro mit einem erneuten Fehler abgeschlagen. Und landet in diesem Moment am Turm. Es geht durch den ersten Bogen und da gibt es eine Attacke auf den Piloten. Tamburini übernimmt jetzt das Kommando. Pferde gehen auf die Überseite. Tamburini ist vorn. Tamburini führt das Feld zum ersten Mal auf die Halden gerade. Zwei Längen der Vorsprung bis zum Zweitplatzierten, bis zu Lindoiden. Dritte Position hat CC Rider. Dahinter folgt Mr. John, dann Quarter Session, Casino Swish, Global Challenger und Come on Hill. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, die Pferde auf der Überseite und Tamburini hat das Kommando. 16:05 die Zwischenzeit. Tamburini führt das Feld in Richtung Bogen. Dahinter in zweiter Position weiter Ulf Olsen mit Lindo Eden und so geht es erneut in diesen Bogen hinein. Vorne Tamburini vor Lindo Eden. Pferde sind im Scheitel des Krombacher Bogens und keinerlei Positionsveränderungen. Dritte Position dann für CC Rider. Feld erreicht wieder die Tribünen gerade. Vierter ist dann Mr. John. Der ist ebenfalls immer noch an der Innenkante auszumachen und die zweite Zwischenzeit nur 1:24:19:09 bislang lediglich über den Weg. Es fällt jetzt erneut vor Publikum Tamburini vorn. Tamburini an der Spitze vor Lindoiden, innen CC Rider an der Außenseite, Quarter Session, dahinter dann außen Casino Swish, innen Mr. John, dann Global Challenger und Cameron Hill nach wie vor an letzter Position, aber bei unverändert eher mäßigem Tempo noch mit direktem Anschluss. Die Pferde sind im Hesslerbogen erneut mit Tamburini, Lindoiden, außen Quarter Session und innen CC Rider, dann außen Casino Swish, das sind die ersten fünf, sechster Mr. John, siebter Global Challenger und am Ende des Hauptfeldes dann Cameron Hill, 16:05 die dritte Zwischenzeit. Tamburini weiter an der Spitze, aber jetzt kommt außen Quarter Session und an der Innenkante lauert die zweite Mollema-Farbe Lindo Eden. Also Tamburini gejagt von den beiden Mollemas. Dahinter an der Innenkante dabei CC Rider. Es geht auf Ende gegenüber zu und auf dem Vormarsch ist auch Casino Swish. Alles aber dicht auf. Ende gegenüber wird angesteuert. Tamburini mit der Führung gegen außen Quarter Session an der Innenkante Lindo Eden. So geht es in den letzten Bogen hinein. Außen nun ein Fehler von Casino Swish kommt hier von den Beinen. Im Scheitel des letzten Bogens haben wir unverändert das Duell. Tamburini außen geht Quarter Session. Tamburini oder Quarter Session? 14:07 war die Zwischenzeit dazu und das Feld biegt jetzt um die letzte Ecke herum, kommt auf die Wehenrace-Zielgerade zu. Tamburini in den Quarter Session in der Mitte der Wand, startet jetzt die Schlussattacke. Tamburini innen wehrt sich. Tamburini und Quarter Session. Quarter Session in der Mitte innen, Tamburini dahinter dann Lindoiden, ganz außen Mr. John, aber jetzt steckte Quarter Session den Kopf in Front. Quarter Session, Tamburini, Quarter Session, Quarter Session gewinnt vor Tamburini. Dahinter dann Lindoiden auf dem dritten Platz, CC Rider vierter, fünfter Mr. John. Dann Cameron Hill und Global Challenger, die letzte Zwischenzeit 1:13:06. Ja, die Entscheidung noch einmal in der Zeitlupe. Tamburini wehrt sich tapfer, gibt bis zum Ziel nicht auf, aber Quarter Session ist den Tick stärker außen herum. Quarter Session zuletzt in Jägershoja, ja, dieser zweite Platz zu It's Amazing, bestätigt er damit voll auf. It's Amazing. Da heißt es ja, das ist vielleicht das beste dreijährige Pferd aus dem Krogmann-Stall. Und wir wissen, Indiges und Chapeau sind auch aus demselben Stall. Gegen jetzt Amazing hat er keine Chance, aber hier hat Tamburini gegen ihn keine Chance. Quarter Session gewinnt und dritter dann Lindoiden, also die Mollemas 1:3. Ja, und das vorläufige Ergebnis liegt inzwischen vor. Sieger ist die 2 Quarter Session mit Arnold Mollema. Zweiter wurde die 5 Tamburini mit Robin Bakker und dritter die 7 Lindoiden mit Ulf Olsson. 2:05:07, also das vorläufige Ergebnis zum siebten Rennen zum Deutschen Traber St. Gletscher 2012.